Hey ho und damit herzlich willkommen zurück hier bei Ni No Kuni 2 mit mir, dem Schirmklang. Ja, ich habe es mir schon mal erlaubt, hier mal ohne euch zurück nach Quastenfloss zurückzukehren. Denn hier haben wir ja einige Missionen und wir haben ja hier dann auch wohl ja diese Hexe ja getötet, die hier die Stimme vom Barbeus gestohlen hat. Deswegen werden wir hier mal zu ihm zurückkehren. Und mal fragen, ob er jetzt seine Stimme wieder hat. Thanks very much. Er kann sprechen, er spricht auf jeden Fall. König Ivan Cecilius, vielen Dank für eure Hilfe. Endlich habe ich meine Stimme wieder. Wie schön, Barbeus. Wir freuen uns für dich. Kann ich gar nicht genug danken. Ich dachte, ich würde nie wieder singen können. If I may be so bold. Ja, genau. Ich will nicht unhöflich sein. Was war eigentlich zwischen euch und dieser Hexe? Genau. Wäre schon ein bisschen komisch. Ah, er ist ihr vor langer Zeit in der Grotte begegnet. Sie hat ihr seinen Gesang wohl genossen. Auch wenn er wusste, dass sie ein Monster ist, wollte er sie wenig mit der Stimme erheitern. Dann hat er sich auf den Weg zurückgemacht. Als er es bemerkt hat, ist sie völlig in Rage verfallen. Oh Gott. Oh. Sie sagte, wenn er sie verlässt, würde sie ihn töten, oje, oje. Und dass er für immer für sie singen sollte, ne? Der wurde panisch und ist aus der Grotte gerannt. Ja, als er draußen war, hat er dann bemerkt, dass er nicht mehr sprechen konnte. Oh, das ist jetzt aber eine weinende Stimme. Sie sagte, dass er nie wiederkommen soll. Er fragt sich bis heute, warum sie ihn nicht getötet hat. Ja, scheinbar hat sie ihn ja wirklich so ein bisschen gern gehabt, irgendwie auf so einer komischen Ebene, ne? Aber wenn sie dann da auch irgendwie so ausrastet und ihn auch wirklich droht zu töten und alles, da würde ich auch rennen. Oder angreifen, je nachdem. Ja, hat er sich niemand die Leute getraut wegen seiner Stimme. Hat sich dann so ein bisschen versteckt, sag ich jetzt mal. Oh Gott, oh Gott. Yeah. Er könnte natürlich gerne nach Minneapolis, da wird vielleicht diese Freilichtbühne nochmal Sinn ergeben, ne? Thanks. Was hat er doch bestimmt? Ja, geeignet für die Freilichtbühne und die Partitour Nummer 1 haben wir bekommen. Ja cool, das hat sich doch schon gelohnt, aber wir sind ja hier noch nicht fertig, es gibt ja hier noch ein paar weitere Aufträge. Zum Beispiel... Sollen wir hier noch eine Akku-Frau suchen im Hafen? Wird die jetzt hier angezeigt? Die soll ja beim Fischerparadies gewesen sein, ne? Aber ich habe die da nicht finden können. Und wie ist das jetzt eigentlich hier mit dem Auftragsexpress? Hat er jetzt hier neue Sachen für uns? Ne, Moment, wo war der? Ach ja, hier in der Ecke. Der steht aber auch so ein bisschen doof, ne? So halb versteckt. Ne, keine Aufträge. Bericht können wir erstatten. Shankar-Stab haben wir, den sollen wir übergeben, mache ich jetzt einfach. Finger weg von meinem Feld. Okay, die Monster haben wir scheinbar hier schon besiegt. Errungenschaft freigeschaltet, Aushilfe. Wir haben wahrscheinlich sehr viele Missionen hier geschafft. Hast du noch Aufträge für mich? Wie viele habe ich da noch übrig? Ja, aber nutze ich jetzt eigentlich erstmal noch nicht, ne? Ich habe noch 217 Münzen. Gibt es noch mehr Talente? Ne, es gibt keine aktuellen Talente. Okay. Dann suchen wir mal diese Akku-Frau. Die so sauer ist auf den einen Fischer, der dort in einem Schongebiet versehentlich gefischt hat. Das mochte die ja gar nicht. Da war die ein wenig sauer auf ihn. Der wollte sich ja auch entschuldigen. Vielleicht hier irgendwo versteckt? Ach, guck mal, jetzt haben wir sie auch gefunden. Das war die Dame hier hinten. Hellgrünes Kleid. Ja, könnte passen. Verdammt nochmal, wo steckt dieser Kerl nur? Wie schafft er es nur immer davon zu kommen? Excuse me. Verzeihung, bitte. Könnten wir uns kurz unterhalten? Ich habe gerade ganz schlechte Laune. Fass dich kurz. Ganz kurz. Es gibt da jemanden, der sich gerne bei dir entschuldigen würde. Mit der seinen Angelhaken verloren hat. Shit, das hat er ja auch noch. Sorry, aber von wem redest du eigentlich?
Da war doch dieser Mann, der in einem Schonbezirk gefischt hat und der will sich jetzt entschuldigen. Ach der, er will sich also wirklich entschuldigen? Scheint er ein merkwürdiges Missverständnis zu geben. Ich bin weder von der Polizei noch mache ich ihm irgendwelche Vorwürfe. Aber er dachte ja, dass sie böse auf ihn ist. Oder die Liebe ist ja jetzt hier wieder erlaubt, der Quastenfloss. Vielleicht steht sie auf ihn. Und er hat das falsch gedeutet. Ich werde Fischen im Schonbezirk keinesfalls befürworten. Wenn er es auch bereut, dann bin ich damit zufrieden. Okay, mein Problem ist der Angelhaken, den ich gefunden habe. Diese Handwerkskunst hat mich überrascht. Ein echtes Schmuckstück. Hat er ja da verloren. Er eignet sich hervorragend als Ohrring. Ich muss unbedingt wissen, woher ich mehr davon kriegen kann. Ah, deshalb hat sie ihn die ganze Zeit verfolgt. Jetzt will sie da zwei Angelhaken als Ohrringe tragen. Interessant. Das ganze Missverständnis aufklären. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Aber das ist alles nur ein großes Missverständnis tatsächlich. Was für interessante Geschichten, ne? Aber so Missverständnisse, das geschieht ja auch schnell, ne? Muss man einfach sagen. Das passiert ja wahnsinnig schnell. Der spreche ich nachher. Ach, Moment, ich bin hier falsch. Ich laufe hier falsch gerade. Gerade übers Internet ist das ja eh so eine Sache, weil es fehlt halt die Mimik, die Gestik, der Tonfall. Und man weiß ja auch nicht unbedingt, wie die Person das so meint. Ne? Da gibt es ja auch Personen, die können sich halt nicht so gut ausdrücken. Oder haben halt so gewisse Eigenarten, womit sie sonst ganz schnell bei Leuten anecken. Und die meinen das dann vielleicht gar nicht böse. Aber die Leute verstehen das böse. Und schon hat man sich dann völlig in der Wolle und streitet sich eigentlich komplett wegen Blödsinn. Und da gibt es ja noch solche Menschen, die halt irgendwie nicht so, weiß ich nicht, so nicht so offen mit ihren Gefühlen umgehen können, das auch gar nicht sagen können, sich nicht trauen, weil Baum so gefühlt. Da kann das natürlich schnell passieren. Und auch ja, bei den beiden hätte es ja einfach gereicht, wenn sie ihm einfach nett zugewunken hätte. Dann hätte er es ja vielleicht schon bemerkt und ihn einfach darauf hin gefragt hätte, ey, wo hast denn so diesen Angelhaken her? Den finde ich schön. Kann ich noch einen zweiten kriegen? Nach dem Motto, ne? Wo du bist, wie ist es gelaufen? Was hat sie gesagt? Ja, also hättest du gar nicht solche Sorgen machen müssen. Sie war nur an dem Angelhaken interessiert. Und sie will wissen, wo sie noch so einen herbekommen kann. Was? Ehrlich? Den habe ich selbst gemacht. Wow, echt jetzt? Das haut ihn aus den Socken. Welche Socken? Der trägt Sandalen. Der hat keine Socken mehr an. Aber mit Sandalen, mit Socken ist auch richtig schlimm. Ja, du kannst also Angelhaken machen. Scheint ja richtig gab zu sein. Siehst gar nicht danach aus. Ach, der macht doch bestimmt was. Er kann doch bestimmt was hier, meine ich. Willst du dich mit der Akkufrau unterhalten? Nein, niemals, das geht. Ich bin viel zu schüchtern. Mehr kann ich ein bisschen nachvollziehen. Gehst mir langsam auf den Keks. Willst du die Frau einfach ignorieren oder was? Ich finde Remis große Klappe ja auch manchmal witzig, ne? Das kleine Knubbelding, da hat einfach mehr Arsch in der Hose als viele anderen, so ein bisschen. Und auf jeden Fall kann er Leute sehr gut ermutigen, sagen wir es mal vorsichtig. Ja, dann mach doch einfach einen zweiten Angelhaken. Und dann können wir das so bestimmt regeln. Ah, er braucht drei Brocken Golderz. Oh, ich glaube, das haben wir nicht. Das ist wirklich das letzte Mal, dass ich dir helfe. Echt Laufburschen, ne? Ah, ich hab keine drei Brocken, ne? Ich habe keine drei Brocken Golderz. Oh, shit. Ob ich die vielleicht hier einfach kaufen kann? Da lag was. Wieder fruchtiges Weihwasser. Weihwasser? Genau, Weihwasser. Was ist das denn da für eine Statue? Hab ich ja jetzt erst gesehen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Akku. Ah,
kann ich hier vielleicht Golderz kaufen? Das wäre super, wenn das gehen würde. Hey there. Bin ich süß. Die bist schon wieder süßer hier, blöde Kuh. See you. Ich hätte gedacht, dass sie bestimmt sich als Kriegerin bei uns anschließt, oder? Ach, guck mal, da arbeitet jetzt auch eine andere Frau. Hey there. Die hat ja vorher die Oceana gearbeitet. Wer sitzt da am Tisch? Da sind die da auch schon vorher? Ach, die wollten durchbrennen und sind festgenommen worden. Ja. Seeigelchen, wie sehr liebst du mich? Oh mein Gott. Seeigelchen, das ist ja noch schlimmer als Bärchen oder so. Oder Häschen oder Hase. Oh. Yes. Ganz, ganz schlimm. Ach, du bist mein Leben. Verschwindest du, ist auch mein Leben am Ende. Dann nehme ich die Klinge und werde mich aufschlitzen und vom Balkon stürzen, weil ich nicht ohne dich mehr leben kann. Irgendwie so, ne? oh Gott, gar nicht gut. Ja, jetzt haben wir aber leider kein Golderz, das können wir dem auch nicht weiterhelfen. Was haben wir noch im Tagebuch? Sag's über die Schnecke. Warte mal, Granitschnecken haben wir, ne? Aber das ist ja für Shiba, die ist ja woanders. Hier, dem sollen wir noch diesen Fisch zeigen. Einen giftigen Fisch. Ich gehe jetzt mal zu dem hin. Aber ich befürchte, dass ich keinen passenden Fisch habe. Ich weiß es nicht. Wir testen das mal. Moment, wo muss ich lang? So, da liegt noch ein Item rum. Eine Uhu-Feder. Liegt hier wieder was? Yes, ein Kieselstein. So, haben wir hier was für den Jungen? Ah, guck mal. Die Zitterbrax ist einfach nur schlammig schmeckend. Universalfisch ist halt so ein Standardding. Seitenforelle ist einfach nur extrem rar und teuer. Sinus ist einfach nur lang und schwarz und bla bla bla. Eine Säbelmakrele. Davon brauchten wir auch noch ein paar, ne? Körper in Messerform. Ein ungestümes Temperament. Echsenwels von vorzüglicher Geschmack. Fisch von vorzüglichem Geschmack. Dämonische Form. Er sieht ein bisschen aus wie so ein Kugelfisch, aber der ist nicht giftig. Das steht jedenfalls nicht in der Beschreibung. Ich denke mal, wenn das da nicht drin steht, wird er wahrscheinlich auch nicht giftig sein, oder? Ob das eine Art Kugelfisch ist. Obwohl, ich versuch's mal. Ja, nee. Der Fisch war nicht giftig, auch wenn er so aussah. Aber was ist denn das denn für einer? Und vor allem, wo finde ich den denn? Also ich bin manchmal so ein bisschen überfordert mit diesen ganzen Sachen, was wir da finden sollen. Weil ich überhaupt nicht weiß, wo das sein soll. Na guck mal, im Palast gibt es noch Sachen zu erledigen. Da können wir scheinbar nochmal 2 Talente anwerben. Was ist denn hier mit dem Palast passiert? Ach so, da ist eine Wasserscheibe mit. Okay, eine Wasserscheibe, genau. Eine Glasscheibe, hinter der Wasser ist, das wollte ich sagen. Hm. Ja, wir möchten gerne nach unten. Wlupp. Scotty, beam me up. Ah ne, beam me down. Musst du mich hier richtigerweise sagen, ne? Da ist die eine Dame und hier ist die andere Dame. Ach so, die Novizin hier. Ihr will mitmachen? Hey. Du bist der Prophezeit aus meinem Traum. Ich bin bereit. Bitte nimm mich mit. Okay. Oh.
Ich find erstmal so, hä, wie, was? Was willst du von mir? Und du hast mir doch im Traum erschienen, hast gesagt, wach endlich auf und komm mit. Das war wahrscheinlich ihre Freundin. Zuerst, ich hab nichts damit zu tun. Hm? Genau, Scorpia, was machst du da für einen Lärm? Yes. Er hat heute einen offenbarenden Traum gehabt. Das ist mein Schicksal, diesem Jungen zu folgen. Hm. Ja, ein bisschen in Verlegenheit bringt sie uns. Die Stimme, die du gehört hast, war dein kleiner Bruder, der dich aufwecken wollte. Er wollte zusammen mit dir zur Andacht gehen, am Ende ist er alleine gegangen und sie hat einfach weiter geschlafen. Könnte ich sein. Ja, hä, was? Excuse me? Ja genau, wer seid ihr eigentlich? Yes. Priesterin. Dienste von Quastenfloss, okay. Great key. Ja, das Mädel hat den Dreh noch nicht so ganz raus. Bin ich bereit für die große Welt? Ja, was muss sie denn tun, um eine richtige Priesterin zu werden? Muss an der Flüstermuschel lauschen, einen magischen Relikt. Okay. Ja, die Muschel befindet sich auch auf der Insel der Geister. Ah, die begleitet uns dann. Und die ist gut in den Dimensionslaboren. Ah. Oder Wächteraltar. Das klingt doch schon mal gut. Die nehmen wir mit. Hat die Königin eigentlich noch was Neues? Hm. Ja, die spricht hier über Macbaum, die komische Aprakalyse hieß es, glaube ich, ne? Ah, wenn die sich uns auch anschließen. Bin so machtlos. Ausgerechnet jetzt kann ich nichts ausrichten. Ich bin als Held gescheitert. Held? Ja, warum Held? Heldin. Würde ich mal behaupten. Ich weiß es nicht. Ja, wer bist du? Schleich dich doch nicht so an. Na gut, was denkst du auch laut nach, ne? Oh. Ja. Ah, sie ist eine gute Kämpferin. Und Even gleich wieder so, hey, willst du nicht für mich arbeiten? Komm zu mir. Verlockendes Angebot, aber ich kann, wenn ich ein Feigling wie ich wäre, einfach nur nutzlos. Also hat sie viel theoretische Kampferfahrung, aber hat noch nie wirklich gekämpft wahrscheinlich. Okay, die haben Angst vor einem fürchterlichen starken Monster. Was ist denn für ein Monster? Ah, okay, sie würde das gerne machen, aber traut sich wohl nicht, das Monster zu besiegen. Ja, und sie ist Teil der Palastwache, ja. Ja. Oh, sie hat schon als Kind gesagt, dass sie immer ein Held werden wollte und alle beschützen will. Ist irgendwie ein süßer Traum, auf einer gewissen Ebene. Aber dann ist sie da als Soldatin geworden, das passt irgendwie nicht so. Na gut, ist nochmal eine andere Welt. Gut, kann man vielleicht nochmal so sehen. Ja, wir könnten ja das Monster besiegen. Nein, das ist zu gefährlich. Viele haben es schon versucht. Aber sie alle scheiterten. Ja, wir doch nicht, hallo? Wo fällt mir das Monster denn? In der Nähe der Nachbarinsel von Makronesien. Okay. Ich bin mit Sicherheit klar. Haben wir das vielleicht schon besiegt? Von den Flutenmonster? Kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Die rulente Drachenlanze? Sollen wir da kriegen? Das klingt irgendwie mächtig. Hallo, Madame. Ja, ich möchte gerne zurück an die Oberfläche. Okay, jetzt sind wir da jetzt aber nicht so zufriedenstellend weitergekommen mit den ganzen Talenten und so, ne? Wie ist denn das? Ist da jetzt eigentlich auch noch was Neues dann hier beim Goldorado erschienen? Nee, ne? Ich glaube, da haben wir jetzt alle Leute abgeworben, ne? Kann ja sein, dass wenn wir da das noch weiter geschafft haben, dass dann sich andere auch noch anschließen wollen. Deswegen würde ich hier, glaube ich, nochmal kurz gucken. Ja, siehst du mal. Tatsächlich, hier sind ganz viele Leute. Ach, das ist Pinscher. Warte mal.
Hä? Soll man Einreiseerlaubnis zeigen? Warum das denn? Was? Du hast keine Einreiseerlaubnis? Wusste ich's doch, du bist ein Spion! What? Wie kommt der auf so eine blöde Idee? What the? Hey, Pinscher, belästigst du schon wieder harmlose Reisende? Du hast mir rein gar nichts zu sagen, Alter, das ist die Wache. Halt, mach mal halblang. Nehmen wir das selber mit ihm? Sehr engagiert, aber halt nicht Teil der Wache, ne? Deswegen auch nicht dafür zuständig. Yes. Gibt keine Einreiseerlaubnisse, okay. Oh. Ah, hat mit der Ausbildung angefangen. Okay. Hm. Ja genau, was ist eigentlich da mit ihm los? Dann wird ihn hier mal ein bisschen hier suchen. Pinscher Affe ist hier Trainingszentrum. Team Rotzlöffel. Team Rotzlöffel, okay. Wer ist hier noch? Den da kann ich anwerben. Ich bin nicht der Neue, der hier anfangen soll. Hey! Der hört mir gar nicht zu. Ey, du wirst dich um die Auslieferung kümmern. Ich bin nicht der Neue. Wir haben einen Haufen Bestellungen und ich bin immer noch nicht der Neue. Die müssen jetzt unbedingt raus. Ich bin doch gar nicht hier der Neue. Ich arbeite doch gar nicht für dich. Ja. Das ist mir mal passiert, witzigerweise. Ich war da im Restaurant essen. Und er hatte halt so ein schwarzes Hemd an. Und die Leute, die dort arbeiten, haben halt auch so ein schwarzes Hemd an. Allerdings noch mit so einem großen Druck drauf. Und auch mit einem anderen Schnitt und so. Das haben die Leute erstmal nicht gesehen. Und dann haben die mich tatsächlich zwei, dreimal angesprochen. Ich so, was wollen die Leute da am Tisch von mir? Hä? Also ich so, ja, was, kann ich ihnen denn helfen? Und sie so, ja, wir hätten noch gerne das und das. Guckst du erstmal so an, Entschuldigung, ich arbeite nicht hier. Ich trage vielleicht das ähnliches Hemd und auch eine dunkle Kleidung, aber verwechsel mich gerade. Ich arbeite gar nicht hier, ich sitze hier selber vorne und esse. Oh, dann irgendwie eine Person noch an diesem Tisch stand so, ich hab doch gesagt, der arbeitet doch gar nicht hier, was sprichst du den jetzt an? Das war irgendwie sehr witzig. Das war ja dann schnell geklärt, da kam auch dann gleich die richtige Kellnerin und hat sich dann um den Tisch gekümmert. Ich fand es immer sehr witzig, dass ich da irgendwie erstmal für Mitarbeiter gehalten wurde. Das war eine sehr schöne Geschichte. Okay. Ah, okay, wir sollten irgendwelche Wauzia-Nudeln ausliefern. Schnell, schneller, am leckersten. 3 Bestellungen. Innerhalb von 3 Minuten müssen die bei den Kunden sein. Was? Was? Ja, machen wir. Ja. Okay. Ach, der sagt uns auch nur die Adressengruppen. Eine Nebenstraße entlang des Flusses. Trägt einen Pagenschnitt. Halb so groß wie wir. Okay, höchsten Punkt in der Nebenstraße. Ist sehr sexy und trägt rote Kleidung. Was für Beschreibung. Ja, mein Kunde, ja. Ist dick, trägt schwarze Kleidung und sitzt gerade vorm Computer. Und hat lange Haare. Was ist das für eine Beschreibung? Der dritte Kunde wartet vor Emmas Haus. Ein Dickerchen mit einem prächtigen Bart. See you. Oh Gott. Obwohl, jetzt sind sie auf der Karte eingetragen, ne? Ich hasse Missionen auf Zeit. Ist das euer Ernst? Ist das hier die sexy Dame? Ne, das hier ist die Kleine. Die braucht das hier. Ah, du bringst mir meine Bestellung. Ich liebe die Wauzia-Nudeln von Makao so sehr. Schön, dass die Zeit anhält, währenddessen wir uns hier unterhalten. Das finde ich schön. Das mag ich nämlich gar nicht, wenn man dann noch weiter rennen muss. Eigentlich, und dann labern die Personen einen erst noch voll. Du denkst dir so, ey, ist hier noch Zeit? Ich habe keine Zeit. Gib mir deine Nudeln. Lass mich in Ruhe. Hier bin ich falsch. Hier bin ich falsch. Lauf, 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 lauf. Schon mal als Lieferheld zu arbeiten. Da ist die sexy Dame. Jetzt haben wir sie gefunden.
im roten Kleid. Ja, das sind die Wurzelnudeln. Genau. Man hat ja überhaupt einen Lieferservice, wenn man schnell essen muss. Blödsinn. Okay, gut, ich hätte jetzt auch gedacht, dass wir die wirklich selber suchen müssen. Aber da die jetzt ja hier so eingetragen sind, finde ich das nicht schlimm. Dann findet man die ja ganz schnell. Die Leute hier. So, hier ist noch jemand. Hier, da ist der Decke. Dicke, bärtige Mann hier. Tiny! Okay, das haben wir geschafft. Alle ausgeliefert. Müssen wir noch weiter nach oben? Ja, eigentlich sind da ganz viele noch, ne? Ich renne jetzt erstmal komplett nach ganz oben und laber die dann alle quasi in rückwärtiger Reihenfolge an. In der Hoffnung, dass ich da nicht 4-5 Mal nochmal hin und her geschickt werde. Und wir könnten nochmal fragen, ob hier noch weitere Talente offen sind, die wir kaufen können in dem Sinne. Möchte Münzen tauschen? Talente? Ah, er hat keine neuen Talente. Okay. Oh, by the way. So, das sind die zwei letzten hier oben, ne? Mehr kommen da nicht, genau. Ah, die Treppe sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja cool. Guck mal, wie die glitzert. Schaut euch das mal an. Das ist ja cool. Cooles Material. Hey, dann würde ich hier uns anschließen. Na, Schwarz. Hey, Bubi, du bist fremd hier. Ja, bin ich. I need your help. Vertrauenswürdig. Alright. Ah. Ich soll etwas besorgen. Dass es nicht in Goldorado gibt. Das war ganz schön freundlich zu uns, ne? Bubi, Rotznase. Also, die würde ich nicht helfen, ganz ehrlich. Ja, er hat immer nur scharfes Essen und er will wahrscheinlich irgendwas nicht scharfes essen, ne? Gibt auch Leute, die süßes Essen mögen. Ich zum Beispiel. Er will also irgendwas Süßes. Er will Rosswälder Pink, eine pinke Torte aus einem fernen Land. Die es im Mac-Baum gibt? Klingt Alright. Für mich ein bisschen so. Okay, seine Familie weiß nicht, dass er verrückt nach Süßen ist. Ach, dem ist das so peinlich, dass er da... Also jetzt mal kurz Überlegung. Der steht da oben rum. Wir sprechen den an. Der beschimpft uns erstmal als Bubi, beziehungsweise zeigt sich sehr respektlos, weil er ja ein älterer Mann ist. Beschwert sich über das scharfe Essen in dem Land, will was Süßes haben, zwar diese Torte, traut sich aber nicht, das seiner Familie zu sagen oder denen das in Auftrag zu geben, spricht uns wildfremde Personen an, davon abgesehen, dass wir der König von Minneapolis sind. Und nennt uns dann auch noch Rotznase. Und Even hilft ihm wirklich noch, ne? Interessant. Ja, aber der will nicht helfen. Der war frech. Hier möchte sich uns anschließen. Ach nee, er, pardon. Sah gerade ein wenig weiblich aus mit den langen Haaren. Oder was man so als weiblich versteht. Pudel ist das hier. Na ja, Mann, willst du für die Zukunft? Willst du dir die Zukunft daraus sagen lassen? Oh. Ah, ich glaube nicht. Ja, doch, Even will. Okay. Ein hell leuchtender Stern, du beschreitest einen endlosen Pfad. Bleib diesem Pfad treu und du wirst irgendwann die Welt verändern. Habe ich schon längst ein neues Königreich gegründet. Steiniger Weg, doch dir stehen unzählige Sterne zur Seite. Okay. Gosh. Gosh, ich finde dieses Gosh von ihm immer so witzig. Gosh. Okay, es hat ihm tatsächlich irgendwie neuen Ansporn gegeben. So funktioniert Wahrsagung. Die erzählen dir das, was du eigentlich hören willst, um dir in Anführungsstrichen in den Hintern zu treten, weil dir dadurch quasi in den Hintern getreten wird und du dich beeinflussen lässt, findest du die dann toll. Dann denkst du, ah ja, ja genau da, das habe ich auch so gedeutet, ne? Und genau so funktioniert das. Bestimmt einiges auf dem Kasten. Ja, von mir aus kann er mitkommen. Ja, er verlässt aber seine Heimat nicht. Oh, sein Name ist in Verruf geraten. Really? Kannst du dich einfach mit deiner Kristallkugel fragen, was da los ist? Das ist eine so gute Antwort darauf, ey.
Ach, das hat er schon getan. Und zwei hellstrahlende Sterne sollen mich vor der Vernichtung bewahren. Blondschopf, Blondschopf. Passt, wir sind hier zwei strahlenden Sterne, also sind wir das. Ja, wir sind das doch im Grunde. So kann man das doch deuten, oder? Sterne weisen auf das Casino sechs Augen. Schlechten Gerüchte scheinen was mit dem Glücksspiel zu tun zu haben. Okay. Und der kann auch ganz gut in den Dimensionslaboren arbeiten. Dafür müssen wir uns aber dann im Casino umhören. Oh ne, mach ich jetzt aber heute nicht mehr. Ich quatsche jetzt erstmal die ganzen Leute an, damit ich weiß, was ich hier für Aufträge erledigen muss. Ja, ganz schön umfangreich, ne? Was wir alles tun müssen. Das Mädchen soll sich uns auch anschließen? Nee, der dicke Mann hier. Okay. How are you? Alter Angeber ist das hier. Du hast mich erkannt. Es besteht doch noch Hoffnung für die Jugend von heute. Was bist du für ein eingebildeter Typ, ey? Nee, ich will eigentlich nicht deine Heldentaten hören. Danke. Oh Gott, jetzt erzählt er uns das alles. Also, das war vor 50 Jahren. Ich erinnere mich, als es wäre es gestern gewesen. Ich war ein prächtiger junger Kerl und die Welt lag mir zu Füßen. Mhm. Right. Und so, mit herrschte wieder Frieden im Land. Und von da an wurde ich für meine Tapferkeit und unglaubliche Taten als Held gefeiert. Man erzählte sich überall davon, wie ich eigenhändig die Orde der Oinka-Barbaren niedergemäht hatte. Weil ich auf hoher See die schreckliche Schrimpräne mit bloßen Händen in Stücken gerissen hätte. Und weil ich obendrein den hoch am Himmel gleitenden Hydrago mit einem Pfeil durchs Auge erlegt hatte. Ich war unbesiegbar damals, der Stärkste weit und breit. Jedes Kind kannte mich. Gosh. Ich sehe schon, du bist hin und weg und fragst dich, wie du auch so ein großer Held werden kannst. Mein Junge, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Du musst die Höllenflimmerfee besiegen. Die Höllenflimmerfee, sie treibt sich beim Schreien in der Nähe der Stadt herum. Sie hüllt sich in schwarzen Rauch und ist viel gefährlicher als die gewöhnlichen Monster. Diese Fee hat einen besonders üblen Charakter. Sie erschreckt Reisende und jagt sie dann in die Wildnis hinaus, von wo sie nie mehr zurückkommen. Wenn ich 10 Jahre jünger wäre, hätte ich mich schon längst selbst um sie gekümmert. Einfach so und zack. Aber leider macht mir mein Kreuz ziemlich zu schaffen. Eine alte Kriegsverletzung, weißt du. Daher muss ich leider tatenlos zusehen, wie die Fee ihr Unwesen treibt. Oh. Und deshalb, mein Junge, musst du die Sache übernehmen. Leg der Höllenflimmerfee das Handwerk. Wenn du das schaffst, ist das vielleicht der Anfang deiner eigenen Heldengeschichte. Alright. Thanks. Genau, das wollte ich hören. Hm. Dein Ernst, ey. Okay. Was ist das für ein Blödsinn erzählt der Typ? Das ist ja kein Angeber, das ist ein Lügner. So. Als ob er das alles getan hätte, das glaube ich ihm nicht. Hydrago mit einem Pfeil im Auge ins Knie bezwungen und ich weiß nicht was. Komm, erzähl mir doch keinen vom Storch, ey. So. Hier ist noch ein junger Held, was ist das hier? Du kaufst Süßes für 100 Gulden und zahlst mit einer 500 Gulden Münze. Wie viel Wechselgeld kriegst du zurück? 500, weil ich einfach das Süße klaue. Und dann gehe ich nochmal mit den Laden, da kaufe ich nochmal was. Nein, man hat dann theoretisch 400. Okay, der Junge ist zu blöd für Mathe. Hallo? Ah, wir wollen später mal ein Geschäft aufmachen und Frau Olivia bringt uns die Grundlagen bei. Wer ist Frau Olivia? Kannte von dir? Mhm.
Ja, als mein Vater noch lebte, kam manchmal eine Lehrerin namens Olivia vorbei und unterrichtete mich. Ja, dann ist sie wahrscheinlich aus Katzbuckel ursprünglich, ne? Badlehrerin. Wo ist denn die Frau genau? Die will in ihr Wald gehen. Okay, und den Schülern von hier Bücher vorbeibringen. Oh, da soll ein großer Wolf rumlaufen. Oh, das könnte dann gefährlich sein. Ja, da ist die Olivia. Mensch, Katzbuckel-Lehrerin. Ah, die ist für die technischen Institute. Ah, oh, das klingt alles so spannend, ne? Was das auch alles für Einrichtungen sind hier. Tatsächlich ist das ja der Witz bei mir. Ich würde ja am liebsten Lehrer werden. Weil leider kein Abitur, was als Grundvoraussetzung halt, ne? Mehr oder weniger ist, damit du studieren kannst. Und warum ich das werden will, damit es wenigstens einen coolen Lehrer und einen gescheiten Lehrer an der Schule gibt. Es gibt ja sonst keine gescheiten. Aus meiner Schulzeit, ich sage immer, die erste Schule, die ich besucht habe, war die Volkshochschule, wo ich meinen Realschulabschluss nachgeholt habe. Und da habe ich wirklich mal Lehrer kennengelernt. Das allererste Mal in meinem Leben saßen da Menschen vor mir, oder standen da Menschen vor mir, die wirklich sich Mühe gegeben haben und mit Freude an der Arbeit waren, anderen Menschen etwas beizubringen. Das war das allererste Mal im Leben, in meinem Leben. In der Grundschule nicht, in der weiterführenden Schule nicht. Wir sind dreimal umgezogen und waren, ich war dementsprechend auf dreimal auf weiterführenden Schulen und die waren alle alt, verbittert, lustlos oder völlig jung und dynamisch, aber völlig überfordert und konnten gar nicht mit der Klasse umgehen. Und es gab da das erste Mal Schüler, Mitschüler, die sich benommen haben und sich nicht geprügelt haben, angeschnauzt haben. Und du bist da nicht 50 Meter beim Schulhof und du konntest schon sämtliche Beleidigungen. So, das war sehr angenehm dort. Das war das allererste Mal, dass ich eine Schule auch besucht habe. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Im Grunde fand ich sehr faszinierend. Eine kleine Erzählung aus meinem Privatleben. Und aus meiner Geschichte. So, was haben wir denn hier? Kleiner Junge, was will der denn? Sollten wir vielleicht helfen? Was können wir denn für ihn tun? Du kannst doch nicht wegen sowas den König belästigen. Was hat er denn? Dass er gleich den König fragt. Oh, auf dem Weg nach Havanna sind in letzter Zeit einige Leute von einem Monster angegriffen worden. Oh, das klingt aber nicht besonders gut hier. Das ist ein sehr feiges Monster, das sich nur an Kinder und andere Wehrlose heranwagt. Und vor Bewaffneten versteckt es sich. Die Soldaten haben es gesucht, aber nicht gefunden. Jetzt stehen sie als Lügner da. Boah, das ist aber auch fies. Monster kann machen, was es will. Verstehe. Ah, die fahren mit einem kleinen Boot. Das ist ein großer Umweg, aber halbwegs sicher. Ah ja, ich wollte gerade schon sagen, kleines Boot auf Überfahrt? Auf der See? Kleines Boot? Himmelfahrtskommando, würde ich behaupten. Für die meisten Menschen. Muss nur einmal Pech haben und einen falschen Sturm reingeraten, ne? Ah ja, wird das Monster sicher weiterziehen? Na, ich weiß es nicht. No. Ach guck mal, Roland ergreift jetzt echt mal die Initiative. Wir werden das Monster zur Strecke bringen. Ja, das werden wir tun. Aber wir sehen auch nicht aus wie Soldaten und wir haben ja auch im Grunde Kinder mit dabei, ne? Also Even sieht aus wie ein Kind, auch Shanti, ne? Aha. Das könnte ganz gut klappen. Gut, das heißt, wir sollen jetzt dann noch ein Monster erledigen. Guck mal, Samurai-Kleidung. Interessant. So, ich würde sagen, ich spreche jetzt hier unten nochmal die andere Person an. Das andere Talent und dann werde ich noch mal kurz zu dem Typen gehen, der uns da die Lieferung der Nudeln einfach aufgedrückt hat. Da muss ich auch die Folge beenden. Ich habe schon wieder Überlänge. Ich gebe es ja zu. Hey. Schönes Tor. Souvenir anzubieten. Da gebe ich ein sehr exklusives Produkt für 10.000 Gulden. Machen wir mal. Mal gucken, was jetzt kommt. Das ist doch vielleicht noch die Geldbörse mit dem bei, oder? Eine echte Edelerbse. Was soll das denn sein?
Das sind sehr seltene Knobelerbsen, okay. Thanks a lot. Na, ich glaube, ich werde den Kauf bereuen. Einfacher Glücksbringer kann auch nicht 1000 Gulden kosten, ja? Let's see now. Ja, genau, Remy. Zeig mir mal diese Edelerbsen. Oh. Die Erbsen hat Kerben? Ach, das wird auch noch zusammengeschustert. Jetzt hat er noch mein Geld geklaut. Wo ist der? Der kriegt den Arsch voll. Das machen wir heute noch. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Dass der mir hier mein Geld klaut. Wo bist du, du kleiner Kröte? Haben wir dich. Kann auch nicht mehr fliehen, sonst krieg ich ein paar auf die Schnute. Oder Geld zurück. Kleiner dreckiger Dieb. Oh, Geld her, ich mach Geschnetzeltes aus dir, aber sowas von. Ja, los. Kohle her, Schotter her. Ach, guck mal, wir geben sogar die echte Edelerbse zurück. Das wird mal gnädig. Ja, warum tust du sowas? Mein Vater war Minenarbeiter und ist gestorben. Jetzt muss ich selbst Geld schaffen. Ich wollte gerade sagen, da kommt jetzt irgendeine tragische Geschichte. Oh. Wir sind lange nicht in Ordnung, mit solchen Betrügereien Geld zu verdienen. Ja, es ist schon Betrug. Doch, es ist schon Betrug in der Form, wie er es macht. Auch wenn er meint, er gibt den Touristen nur ein bisschen Hoffnung und Glück. Oder ein bisschen Hoffnung auf Glück, ne? Oh, flippin' heck. Ah, okay. Es gibt angeblich echte Edelerbsen in der Wassergrotte. Ah, der starb ohne die Grotte jemals gefunden zu haben. Ja, er denkt sich das wirklich zurück. Zurecht, meine ich. Even will jetzt echten Erbsen suchen? Oh, Junge. Even, du bist so ein komischer König. Ist der Laufbursche für alles und jeden, ne? Ja, was bist denn du für einer? Genau. Jetzt sollen wir echt diese Edelerbse suchen. Dein Ernst? Was ist, wenn wir in der Wassergrotte sind? Die gibt es gar nicht. Was machen wir dann? So, wo ist denn der ältere Mann hier da? Ja, wir haben das ganze Zeug ausgeliefert. Genau, wir sind nicht der Neue. Ja, wir sind nicht die Aushilfe. Haben wir ihm das nicht gesagt? Wir haben ihm das doch gesagt. Ach, eine Entschädigung. Spiel mit den Zutaten. Ein Kochbuch. Ah, das ist für Mian Tau. Wie hieß er nochmal? Sehr gut. Für unseren Koch. Oh. Das ist dann cool, wenn wir das Kochbuch haben. Ja, wisst ihr was? Dann können wir auch jetzt eigentlich nochmal nach Minneapolis, würde ich sagen. Gehen wir jetzt zum Janton und geben auch nochmal dieses Kochbuch. Dann dürfte er ja theoretisch ja auch noch mehr Rezepte auf Lager haben, ne? Ich gehe mal eben zu ihm, was wir da machen können. Ah, mein kleines Königreich wächst. Das ist so schön. Ja, genau. Wir haben ein Kochbuch mit neuen Rezepten für dich. Mhm. Janton, so hieß er. Are you ready to was bestellen? Was können wir denn hier kochen? Aktuell ist er ja Level 3, aber haben wir denn da überhaupt neue Möglichkeiten? Also können wir hier was kochen? Ah ja, hier. Pleistoschwamm haben wir nur einmal, dann koche ich das aber trotzdem einmal. Danach können wir es ja auch einfach kaufen, ne? Level 4, ja, coole Sache. Und scharfe Nudeln. Das können wir leider auch nur einmal machen. Theoretisch zweimal, aber wenn... Obwohl, wenn wir es zweimal kochen, haben wir 5. Mach ich das mal. Dann haben wir das ja jetzt auch gelernt.
Mehr können wir leider nicht. Und dafür fehlen uns ganz viele Take your time. See ya. Vorräte, ne? Das ist ein bisschen schade. So. Hatten wir eigentlich noch irgendwas im MacBook? Nee, ne? Nö. Ach nee, stimmt, da muss ich ja auch noch mal hin, wer zuerst kommt. Das haben wir ja noch gar nicht fertig gebracht hier. So, was gibt's denn hier noch Neues? Lager ist wieder voll, ne? Ah, 150. Okay, das war noch nicht voll. Haben wir erweitert und Aha. Die Königskasse ist aber voll. Fast voll hier. So, dann können wir hier nochmal weiter Sachen ausbauen. Hier steht noch was bei Talenten. Und zwar Barbios. Die Freilichtbühne, genau. Die könnten wir jetzt noch bauen. Die gehörte doch, glaube ich, hier hin, ne? 8000, ey. Ganz schön teuer, ey. Katsching. Wäre cool, wenn danach so ein richtiges Kolosseum steht. Dann werden wir hier mal den Barbios hier reinpacken. Der Autor wird die Szene mit stimmungsvoller Musik. Da können wir jetzt noch nichts weiter machen, ne? Erweitern. Okay, läuft jetzt erstmal irgendwie Musik. Mal gucken, was danach noch so kommt. Vielleicht können wir da auch hingehen und uns irgendwie Musik wünschen oder so. So, was haben wir jetzt hier noch? Können wir noch weitere Dinge erforschen? Leider nicht. Aber ist das denn hier komplett ausgebaut? Gibt es dann hier nichts weiteres? Hier sind ja auch keine Sachen mehr zu erforschen, ne? Ich glaube, ich beim nächsten Mal nochmal irgendwie nachgucken. Das müssten wir dafür erweitern. Wie viel kostet das? Uff, 11.000. Machen wir mal. Können wir jetzt neue Sachen forschen? Erforschen? Abwehrlinie. Errichtet einen Wehrturm in der Nähe deiner Basis. Oh, das klingt gut. Das will ich machen. Da sind wir dabei. So. Ist jetzt auch die Forschung fertig. Könnte man hier theoretisch weiter forschen. Ah, ziemlich teuer. 3500 kriegen wir aber nochmal hin. Und die Magieschule. Magieleitfaden 3 wurde erforscht. Können wir hier noch neue Sachen erforschen? Medium könnten wir erforschen. Wir haben aber gerade so wenig Geld. Da habe ich nichts Neues. Uns ist ja auch nichts mehr, ne? Nö. Hey. Boah, es wird aber richtig schnell voll hier, ne? Wenn das jetzt in der kurzen Zeit schon wieder 1400 waren. Krass. Gut, wir haben jetzt also jede Menge neue Sachen hier gebaut und errichtet. Was können wir jetzt bei dem machen? Thanks very much. Ah, wir können dann hier das Repertoire von dem mit diesen Partituren erweitern. Da haben wir ja schon einige. Ja, mach mal. Das machen wir jetzt noch. Musik anhören. Das Haupttheme. Ja, das alles singt Barbios alleine auf der Bühne.
bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr schon mal da wart. Wir sehen uns dann morgen wieder oder hören uns morgen wieder. Ciao, ciao und macht's gut. Wir lauschen hier nochmal kurz zu Ende.